Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute gibt es seit Ewigkeit mal wieder den Start in meine Wiege League. Die ersten drei Spiele, ich habe sie schon gespielt und ach du Kacke. Die Server sind so schlecht, warum sind die so schlecht? Mir tut die Hand weh, ich habe schon alles zerstört. Ich habe auf den Tisch gehauen, so auf den Sessel. Unglaublich, aber ja, schauen wir uns mal meine Mannschaft an, denn da hat sich wieder was getan. Ich habe mir einen neuen Tormann geholt, ich habe mir Oblak den Road to the Final geholt um 134k. Ich hatte die Münzen übrig, wollte mal was Neues ausprobieren im Tor. Aber es wird sich noch was ändern in der Weekend League wahrscheinlich, denn ich will so maximal loswerden. Ich komme mit dem absolut nicht zurecht, keine Ahnung, er kommt mir langsam vor, unbeweglich. Vielleicht weil er auf 7 Chemie ist, passt mir einfach nicht. Und wieso ich jetzt einmal wieder die ersten Spiele von meiner Weekend League her zeige, hat einfach den Grund, ich muss am Sonntag arbeiten. Das heißt, ich hatte nur heute Zeit zum Spielen, da habe ich 10 Spiele gespielt. Davon zeige ich die ersten drei. Fragt nicht, wie ich stehe. Und morgen werde ich noch ein bisschen spielen und Sonntag geht es ihm nicht, weil ich arbeite. Ich habe am Sonntag meistens zwischen 15 und 20 Spiele gespielt. Das heißt, wahrscheinlich wird Silber 1, Gold 3. Mehr Zeit werde ich nicht haben, dass ich mehr Spiele mache. Und ich würde sagen, starten wir die Spiele. Viel Spaß! Der erste Gegner kommt mit... Ich mag gegen keine Deutschen spielen. Aber na ja. Geh rein, Papi, geh rein, beweg dich. Abstoß auch noch, wenn sich der ein bisschen bewegt, dass er anspielbar ist. Er hat mir gut gehalten. Jawohl, 1 zu 0. 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0. Schrecklich zum Spielen, schrecklich zum Spielen. Uiuiui. Ich traue mich weiter, sein erster Schuss wird ein Tor werden. Ja, sein erster Schuss, erstes Tor, und warum? Weil Mukilele nicht. Oder Dembele, egal wer. Einfach einen X-Pass über 2 Meter nicht anbringt. GG. Was? Das sind normale X-Pässe. Was ist los mit den Pässen schon wieder? Und 11 Meter. Das ist wieder ein Foul. Das ist ein Foul. Warum immer gegen die Deutschen? Warum immer gegen die Deutschen? Komm Messi, bitte mach ihn rein. Bitte mach ihn rein, Messi. Gott sei Dank. Wenn da eine ausgeglichene Verbindung wäre, meine Freunde, würde das Spiel ganz anders ausschauen. Aber ganz anders. Es ist eine Katastrophe. Messi, warum willst du zurückgehen? Hat man das gesehen? Ich konnte den Spieler schon wieder nicht anwählen. Jawohl! Das Spiel bringt mich irgendwann ins Grab. Das Spiel bringt mich irgendwann ins Grab.
Ich krieg schon wieder den falschen Spieler. Ich krieg schon wieder den falschen Spieler angewählt. Und so ein Schuss geht natürlich rein. Mit einer normalen Sabitzer. Geht ins Elfmeterschießen. Dieses Spiel geht ins Elfmeterschießen. Passt schon so. Kacke, kacke. Komm, halt ihn, Junge. Halt ihn, Junge. Verwandeln. Rein, rein. Lionel, Lionel, in die Mitte. Ja! Man muss sich so ärgern in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Aber, naja. Sieg. Ich kann nicht einmal weiter drücken. Sieg ist Sieg und das Spiel hat wieder Nerven gekostet. Unglaublich. Wir sehen uns im zweiten Spiel. Millisekunden. Schaut machbar aus. Aber soll nichts heißen. Warum schieße ich nicht in die andere Ecke? Und ich krieg durch sowas ein Tor. Party, du rennst ins Abseits und bleibst einfach stehen. Ich kann den Gegner nicht einmal umschneiden, wenn ich will. Ich kann ihn nicht einmal faulen, wenn ich will, weil die Verbindung es nicht zulässt. Ich will zum Sechser passen. Ich will zum Kanté passen. Es ist einfach nur traurig, wenn man so spielen muss. Es ist einfach nur traurig. Ich kann da absolut nichts machen. Schauen wir mal, was jetzt daherkommt. Ja. Es wird eh wieder nichts. Außer ich habe vielleicht einmal eine annehmbare Verbindung. Was ich bezweifle mittlerweile schon, dass das überhaupt möglich ist bei mir zu Hause. Kante! Kante, Kante! Der schießt gefühlt besser wie meine Stürme im letzten Spiel. Ich decke den Lauf jetzt eigentlich ab, aber naja. Ich kann sicher nicht den Pass zu Messi machen wollte, nee. Aber immerhin, du. Ich bleib mit der Wiederholung mit dem Schandrolli. Ich spiele aber auch einen Schrott zusammen gerade.
Es geht doch ein bisschen. Immerhin das gewonnen, 4:1. Das Spiel macht mich so fertig. Beziehungsweise die Verbindung, was heute schon wieder ist. Oder jetzt ist, das ist einfach nur ein Graus.